Talkshow ist immer eine Sendung der Kontraste. Den ich jetzt anspreche, ich glaube, härter könnte er nicht sein, aber ich kann nicht umhin, einfach weil ich ihn persönlich kannte, weil ich ihn so lange kannte, dass er zu den ganz wenigen zählte, die Politikern, die ich je geduzt habe, und weil es eine traurige Nachricht war. Guido Westerwelle ist heute gestorben. Und das letzte Mal, dass er bei uns war, war übrigens mit Thea Dorn zusammen hier. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Ich erinnere mich wohl, ja. Es war, glaube ich, 2000. Anfang, ich glaube, 2002 oder 2003. Mhm. Ich höre gerade 2000. Sie haben sich sehr viel besser erinnert als ich. Ich glaube, gegensätzlicher könnten Politiker nicht sein als Sie und Guido Westerwelle. Haben Sie trotzdem etwas in Erinnerung behalten von ihm, was Ihnen gefallen hat? Ja, also ich muss sagen, bei ihm war es wirklich so, dass ich am Anfang, gebe ich zu, lange Zeit ihn überhaupt nicht geschätzt habe. Also gerade in der Zeit, als irgendwie FDP als Spaßpartei und Partei der Besserverdienenden, also das fand ich teilweise auch, sagen wir, nicht nur politisch schräg, sondern auch teilweise billig. Aber er hat ja dann, als er dann auch Außenminister war, also zumindest in einem Punkt dann wirklich bei mir Respekt bekommen, wo er sich, und dafür wurde er öffentlich ziemlich zerrissen, dann bei dem Libyen-Krieg enthalten hat und damit auch verhindert hat, dass Deutschland sich an diesen Bombardierungen beteiligt, die ja, wie wir heute gesehen oder mittlerweile sehen, dieses Land wirklich um Jahrzehnte zurückgeworfen haben. Inzwischen ist dort der Islamische Staat. Also es ist wirklich sehr viel Unheil angerichtet worden. Und da hat er, finde ich, richtig Haltung bewahrt, was ich ihm nie zugetraut hätte. Und ich glaube, dass er dann auch später... Haben Sie denn auch persönlich Kontakt gehabt? Also nee, wir haben nie eigentlich wenig Kontakt gehabt. Aber ich fand, er ist wirklich eine Persönlichkeit erst geworden dann in dieser Rolle und ist dann nicht mehr so beliebig gewesen, nicht mehr so schlicht. Und ich glaube auch, je älter er wurde, desto stärker hat sich das auch ausgeprägt, dass er dann auch bestimmte Überzeugungen hatte, für die er dann auch gestritten hat, was ja bei vielen Politikern eben leider nicht der Fall ist. Ihr Ehemann Oskar Lafontaine ist ja krankheitsbedingt auch durch ein tiefes Tal gegangen. Erfährt man in dieser Zeit auch von Politikern anderer Parteien Solidarität und Beistand? Ja, man merkt, glaube ich, in solchen Situationen, wo eine Zusammenarbeit nur ein Zweckbündnis war, also wo man eben scheinbar dachte, da gibt es eine persönliche Beziehung, aber die ist gar nicht da, oder wo tatsächlich sich Menschen dann auch auf eine sehr menschlich zugewandte Weise melden, also per Brief, per Telefon. Und das macht, also das ist wirklich ein Unterschied. Also da erlebt man plötzlich bei Menschen eine Zuwendung, von denen man das gar nicht erwartet hätte. Und umgekehrt gibt es natürlich auch Enttäuschungen in dem Sinne, dass man eine Gleichgültigkeit von manch anderem erfährt, wo man vielleicht gedacht hätte, da ist eigentlich doch durch eine lange Zusammenarbeit irgendwie was gewachsen und dann war es doch nicht da. Das hat mit Parteizugehörigkeit wahrscheinlich wenig gar zu tun. Nichts, gar nichts. Also man hat ja als Politiker sowieso mit Politikern unterschiedlicher Parteien zu tun. Und ich glaube noch nicht mal, dass man jetzt sagen kann, es ist immer enger mit denen in der eigenen Partei. Also es gibt manchmal in anderen Parteien, selbst wenn man gar nicht die Haltung teilt, aber irgendwie eine Grundsympathie, wo man sicherlich dann auch in solchen Situationen richtig mitleidet. Und ich denke, das hängt überhaupt nicht von politischen Überzeugungen oder von politischen Unterschieden ab. Das ist eigentlich mehr eine rein menschliche Ebene. Sie haben mal gesagt, in der Politik muss man immer einen Panzer tragen. Ja, wie haben Sie das gemeint? Na, Panzer ist vielleicht zu viel gesagt, aber man ist ja in der Politik, man wird in der Regel ja angegriffen aus unterschiedlichen Richtungen, von anderen Parteien, aus der eigenen Partei. Und ich glaube, man muss, oder zumindest für mich war es so, irgendwann lernen, dass man das nicht zu sehr an sich ranlässt. Also, dass man irgendwie eine gewisse Gelassenheit behält und nicht jedes Mal verzweifelt ist, wenn irgendwo ein Artikel in der Presse erscheint, der richtig schlecht ist, wo man irgendwie runtergemacht wird. Wenn man den liest, denkt man, mein Gott, was ist man eigentlich für ein furchtbarer Mensch, wenn man da so dargestellt wird. Wie gut sind Sie darin, jetzt inzwischen das nicht mehr so nah an sich ranzulassen? Ja, es kommt drauf an, wie schlimm der Artikel ist. Also es gibt schon Sachen, wo man sich auch richtig ärgert oder wo man auch angegriffen ist, auch wenn man dann vielleicht auch von Leuten attackiert wird, wo man das nicht erwartet oder wo man denkt eigentlich, was, ja, ich habe mich zum letzten Mal verletzt, wo haben Sie es nicht erwartet und da ist ein richtiger Angriff gekommen? Ah, das möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt sagen. Wie schade, warum nicht?
Ja, weil das natürlich dann namentlich Menschen betrifft. Aber die sind es ist ja klar, wenn es immer, also wenn dann natürlich, wenn es aus den eigenen Reihen kommt. Also sag mal, wenn mich ein Politiker aus der CDU angreift oder auch aus der SPD, das ist ja, sag mal, ja gut, das ist das Übliche. Gehört zum Spiel. Aber wenn zum Beispiel aus eigenen Reihen Anwürfe kommen, also ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, wo einer irgendwie so suggeriert hat, dass ich AfD-Leitpolitik machen würde oder irgendwie in die AfD-Ecke eigentlich gehöre. Und das finde ich wirklich, das finde ich so perfide. Also das finde ich so übel. Also man kann ja über Begriffe debattieren, man kann auch über die Einschätzung debattieren, warum jetzt so viele Leute AfD wählen. Aber deswegen jemand wie mir zu unterstellen, dass ich dafür irgendwie Sympathien hätte oder dass ich dem irgendwas zuarbeiten will, das finde ich wirklich zutiefst beleidigend und das fasst einen dann auch an. Also das kann man auch nicht einfach so abtun. Sie haben nicht liebe Mitarbeiterin oder Mitarbeiter oder ein Ehemann, der sagt, lies das erst gar nicht. Nicht heute. Ach, man muss es ja wissen. Also ich glaube, einfach nicht zur Kenntnis zu nehmen, was irgendwo erscheint oder was gesagt wird, ist auch keine Strategie. Also ich bekomme zum Beispiel von meinem Büro auch wirklich alle Mails weitergeleitet. Also sag mal, die nettesten und freundlichsten, die einem auch manchmal richtig aufbauen, aber genauso auch irgendwelche Hassmails, Beschimpfungen, weil ich finde, man muss auch wissen, also es ist ein Indikator auch für Stimmungen. Also zum Beispiel habe ich schon gemerkt, da sind Hemmschwellen im letzten halben Jahr gefallen, die es vorher gab. Also die Art der Beschimpfung und die Giftigkeit und auch der, ja auch wirklich die Inhumanität, die ist sowas von, die hat so zugenommen. Und wenn ich das nicht lesen würde, weil meine Mitarbeiter meinen, oh, für ihr Nervenkostüm ist das nicht gut, wir filtern das raus, dann wüsste ich es ja nicht. Also deswegen möchte ich das auch wissen. Woran liegt denn das, dass man Eindruck entsteht, dass in der Politik andere Menschen klein gemacht werden, um selbst größer zu sein? Tja, also natürlich ist es in der Politik oft so, dass man Menschen eben auch hat, die nicht unbedingt nur deshalb in die Politik gegangen sind, weil sie jetzt bestimmte Inhalte durchsetzen wollen, sondern Politik ist natürlich auch ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Politik ist immer auch Rivalität, ganz klar. Und da gibt es dann eben auch immer Rangeleien, die gar nicht viel mit inhaltlichen Unterschieden oder Überzeugungen zu tun haben, sondern einfach damit, dass einer oder eine der Meinung ist, solange die da steht, bin ich zu sehr im Schatten oder vieles mehr. Also das gibt es in allen Parteien. Also das ist überhaupt gar nichts Besonderes. Aber ich finde, es sollte eben immer im Rahmen bleiben. Also ich zumindest finde, wenn man in die Politik geht, dann sollte man eigentlich eine Botschaft, eine Überzeugung mitbringen. Und dafür sollte man streiten. Und dann muss man immer noch genug auch sich auseinandersetzen und genug sich kappeln. Aber das darf nicht die Überhand nehmen. Sonst wenden sich auch die Leute von der Politik ab, wenn sie zu oft erleben, dass es irgendwelche völlig sinnlosen Streitereien gibt. Frau Wagenknecht, ich glaube, Sie würden es nicht als Angriff auf sich aufnehmen, wenn ich sage, Sie machen auf mich den Eindruck einer extrem willensstarken Persönlichkeit. Ja, das haben Sie nett gesagt. Andere sagen stur. Also willensstark finde ich will besser. Ich will auch ein Beispiel nennen. Wie muss ein Kind drauf sein, das sich im Alter von 3 Jahren in der DDR, wo Sie aufgewachsen sind, weigert, in den Kindergarten zu gehen? Wie setzt ein Kind sowas durch, wo alle gehen, wo der Konformitätsdruck so hoch ist? Naja, also zum einen war das natürlich, ich war wirklich ein Kind, das mit mir selber irgendwie immer ganz zufrieden war. Also, aber ich hatte auch das Problem, ich habe ja bei meinen Großeltern gelebt, das war ein kleines Dorf. Es gab dort im Grunde keine Kinder, die nicht hellhäutig und helläugig waren. Also ich fiel auf. Vom Aussehen her. Und das hatte schon zur Folge, dass ich so ein bisschen geärgert und gemobbt wurde. Also als ich war ja kurzzeitig im Kindergarten und ich war irgendwie immer so ein bisschen ausgeschlossen oder wurde dann auch so ein bisschen gehänselt. Wie sieht denn die aus? Da haben wir ein Bild von Ihnen, als Sie... Ja gut, das war ganz klein. Und also irgendwie fühlte ich mich nicht wohl. Ich kam auch nicht rein. Also ich habe irgendwie nicht die anderen Kinder gewinnen können, dass sie dann also mit mir gespielt haben, sondern irgendwie war ich draußen und dann wollte ich da auch nicht mehr hingehen. Das haben Sie dann Ihren Großeltern und Ihrer Mutter erklärt? Sehr deutlich gemacht. Ja, also da konnte ich auch ein kleiner Terrorist sein. Also wenn ich was wirklich gar nicht wollte, dann habe ich das auch sehr vehement deutlich gemacht und vertreten. Und nun hatte ich ja unheimlich liebe Großeltern, die dann natürlich sofort gesagt haben, oh, das Kind, das kann man mit dem Kind doch nicht machen, wenn das da nicht hin will. Und dann hat meine Großmutter eben gesagt, sie bleibt erstmal zu Hause und kümmert sich um mich. Und dadurch hatte ich dann eigentlich auch eine sehr glückliche Kindheit, obwohl sie
vielleicht in dem Sinne unkritisch war, weil ich ziemlich viel mit mir alleine war. Und es gibt eine andere Geschichte, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber auch da erkennt man eine unglaubliche Persönlichkeit. Sie waren in der 9. und 10. oder 10. Klasse in der DDR, war es üblich, in den Wehrunterricht zu gehen. Und da mussten Sie innerhalb der Expedition, die man da gemacht hat... Expedition klingt so nett. Also es war so ein Lager, Drill, wo man hin das musste. Drill, das ist der Drills, den man sich da unterwerfen musste, auch mit 5 oder 6 anderen Schulkameraden in einem Zimmer übernachten. Und das hat Sie offenbar so gestört, so angewidert, dass Sie aufgehört haben zu essen. Ja, also es war, sag mal, das Ganze. Also das ging ja damit los, man musste Uniform tragen. Man musste im Gleichschritt marschieren, man musste... Das hieß vormilitärische Ausbildung. Das war auch für Mädchen und die Jungs müssten noch ein bisschen länger da sein. Aber es gab auch keine Zivi-Möglichkeit, sich da irgendwie zu sagen, ich gehe ins Krankenhaus und kümmere mich dort um Menschen. Also das hätte ich sofort 1000-mal lieber gemacht, aber das ging nicht, sondern man musste dahin. Und dann war ich natürlich auch jemand, Sie haben das vorhin angesprochen, ich brauche das, dass ich abends irgendwie dann für mich alleine bin, dass ich irgendwie eine Rückzugsmöglichkeit habe. Nun war das gar nicht ewig lang, das waren 2 Wochen. Also was ich jetzt erzähle, klingt vielleicht, sagen sich vielleicht manche, dann wird die doch 2 Wochen aushalten, da irgendwie in so einem Lager zu sein. Aber für mich war das wirklich richtig die Hölle. Und deswegen war das jetzt gar nicht so ein bewusster Hungerstreik. Aber Sie sind da gar nicht auf Verständnis gestoßen, sondern Sie sind abgestraft worden. Na gut, das wurde natürlich als politische Protestaktion gewertet. Also, dass ich dann nicht mehr gegessen habe, das war natürlich so der Ausweis. Das wurde mir dann auch in die Beurteilung geschrieben, dass ich nicht in der Lage bin, mich in Kollektive einzuordnen. Also, das war dann die offizielle Beurteilung, die ich dann auch bekommen habe. Und durften nicht studieren deswegen, ist das korrekt? Also... Zunächst mal, bis die Wende kam, war ich dann nach dem Abitur zu Hause und habe mich so mit Nachhilfeunterricht über Wasser gehalten und konnte dann zum Glück 1990 anfangen zu studieren. Umso erstaunlich, aber das ist ein anderes Thema, dass Sie so lange die DDR noch verteidigt haben, obwohl Sie... Nein, nicht die DDR, so wie sie war, die habe ich nie verteidigt, sondern ich wollte immer, nur damals habe ich das noch mehr so aus dieser Tradition gesehen, die in der DDR oder die auch in die DDR mit reingeflossen ist. Ich wollte immer einen reformierten Sozialismus, also schon zu DDR-Zeiten auch. Okay. Also das war jetzt nicht sozusagen mein Traumland, also mit Wehrunterricht. Wie gesagt, es ist ein anderes Thema. Sie haben auch mal gesagt, es war immer das bessere und humanere Deutschland. Ja, das war dann so ein gewisser Trotz der Wende. Würden Sie heute sagen, der Satz war Unsinn, den nehme ich zurück? Ja, der Satz war Unsinn, aber er war ein Trotz. Also was mich genervt hat, also ich hatte ja persönlich wirklich allen Grund, über die Wende froh zu sein. Natürlich. Aber ich habe einfach erlebt, bis hin auch in der Uni, wie ganz viele Leute, die vorher nie Kritik irgendwo formuliert haben in der DDR, dann plötzlich nach der Wende sich irgendwie um 180 Grad gedreht hatten. Und ich hatte schon zu DDR-Zeiten deutlich gesagt, was mir nicht gefällt. Das hatte neben dem Wehrunterricht auch mit, war das ein Grund dafür, dass ich nicht studieren durfte. Und ich fand das so irgendwie unwürdig, wenn dann Menschen, die wirklich noch bis zum letzten Tag, also noch bis zum Mauerfall, allen erzählt haben, wie wichtig es ist, die DDR zu verteidigen, so wie sie ist, und dass das doch das tollste Land ist, das man sich vorstellen kann, einen Tag danach anfangen, das genaue Gegenteil zu erzählen. Und da war ich sozusagen, da nicht gemein mich machen wollte, habe ich dann eben teilweise auch Sachen gesagt, die sicherlich nicht besonders sinnvoll waren. Das finde ich toll, dass Sie das heute so sehen. Sie mögen keine Opportunisten. So, Sie haben ein Buch geschrieben, Reichtum ohne Gier. Da geht es um Gesellschaftsmodelle, um die Frage, ob der Kapitalismus heute überhaupt noch eine wettbewerbsfähige Gesellschaft ist, ob man darin glücklich wird. Eine Sache, die Sie besonders aufregt, ist das, was Sie leistungsloses Einkommen nennen. Sie haben es einfach mit denen, die was erben und dann nichts mehr tun müssen. Wo fängt Ihr Zorn an? Beginnt der da, wo jemand was vererbt bekommt, ein schönes Grundstück, eine Villa? Oder wo fängt bei Ihnen die Abscheu und der Wille an zu sagen, dem rücken wir auf den Pelz, den enteignen wir?
ich finde gar nicht, dass es eine Enteignung ist. Also man muss sich ja ansehen, wer das dann erarbeitet. Also ich finde, es ist dann eher eine Rückgabe zu sagen, dass die Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, auch mehr Einfluss darauf haben müssten, was mit den Erträgen passiert. Und ich habe gar nichts dagegen, dass jemand, oder was heißt dagegen, also es wäre absurd, in Frage zu stellen, dass jemand ein Einfamilienhaus erbt oder irgendwie auch Vermögen, die jemand gespart hat. Aber das Schlimme, was ich finde, ist, wenn Wirtschaftsmacht vererbt wird. Also wir haben ja in der Demokratie gelernt, dass man politische Macht sinnvollerweise nicht mehr vererbt. Deswegen haben wir ja keine Monarchie mehr. Aber in der Wirtschaft ist viel mehr Macht. Und wer zum Beispiel große Unternehmen erbt, der hat natürlich nicht nur Erträge geerbt, der hat auch Macht geerbt. Macht über das Schicksal von zehntausenden Menschen. Darin sehen Sie die Fortführung des Feudalismus. Also ich finde, das ist eine Art Wirtschaftsfeudalismus. Und leider ist es ja auch so, ich meine, so wie Sie das gemacht haben, das ist ja wirklich eine wunderbare Ausnahme. Aber viele, gerade bei sehr großen Unternehmen, bei kleinen Unternehmen ist es auch noch anders. Da gehen oft die Erben selber dann rein, führen das Unternehmen weiter. Und wenn sie das Talent haben und auch wirklich das gut machen, ist es ja in Ordnung. Aber bei sehr großen Aktienpaketen, bei sehr großen Unternehmen ist es ja meistens so, die Erben beziehen dann nur noch Erträge, lassen irgendwelche Manager das Unternehmen führen und drücken sozusagen den Manager nur den Auftrag aufs Auge, dass sie möglichst viel Rendite machen müssen. Und dann werden eben normale Jobs durch Leiharbeit ersetzt und Werkverträge und vieles andere mehr. Und das finde ich einfach auch unangemessen, wie so jemand, nur weil ihm das in die Wiege gelegt wurde, jetzt darüber entscheidet, ob andere Menschen eine sichere soziale Perspektive haben und wieso die, die im Unternehmen arbeiten, eigentlich für Erben, die da draußen sind, die gar nichts mehr mit dem Unternehmen zu tun haben, wieso die ein Anrecht haben sollen auf die Erträge dieses Unternehmens. Frau Wagenknecht, ein Applaus. Ihr Buch heißt nämlich nochmal Reichtum ohne Gier. Was ist der größte persönliche materielle Luxus, den Sie sich leisten? Also materiell, also ich sag mal, für mich ist wirklich Luxus, das ist allerdings, weiß ich schon, eine privilegierte Position, aber für mich ist Luxus, wenn ich mal mehrere Tage richtig frei habe und mich einfach zurücklehnen kann. Also das ist für mich wirklich das, glaube ich, unmittelbar würde fast jeder von der größte uns sagen. Luxus, den ich mir leiste. Was ist der luxuriöseste Gegenstand, den Sie besitzen? Also was ich mir geleistet habe, weil ich wirklich unglaublich gerne Fahrrad fahre, ist schon ein relativ teures Modell für richtig lange Radtouren, weil das ist einfach für mich so ein Hobby, wo ich entspannen kann. Nee, das ist ein Trekkingrad, aber eben wirklich ein gutes, weil wenn man eben so meinetwegen 100 Kilometer fährt am Tag oder auch 120. Darunter machen Sie es nicht. Auch das mache ich schon gern, aber wenn ich, brauche ich halt Zeit dafür. Aber das ist für mich, da ist der Kopf frei, da fühlt man sich wohl, da sieht man, kann man die Natur genießen. Und das aber ist das Ostern ist auch dran mit Ihrem Ehemann jetzt? Ja, klar. Und ich habe gelesen, man kann Ihnen Kompliment machen, wenn man Ihnen sagt, Sie sind ganz anders als im Fernsehen. Stimmt das? Also zumindest sagen es mir immer Leute und es ist eigentlich immer nett gemeint. Ich weiß ja nicht, warum ich im Fernsehen nicht so nett wirke wie persönlich, aber zumindest sagen es mir die Leute. Ich glaube, die meisten würden sagen, Ihnen ist das ganz gut heute gelungen. Vielen herzlichen Dank.